Farosan wird bei mir in der Box verstauben, bis sie selbst zu Staub zerfällt. Ein Tweet ungefähr dieser Art habe ich abgelassen, schon kurz nach dem Release von der Version 3.3, dadurch, dass ich sie dankend auf den Media-Servern testen durfte und ich auf den Media-Servern so viele Probleme mit ihr hatte, dass ich gemerkt habe, okay, Farosan ist keine Figur, die mir gefällt. Und ich möchte in diesem Video erklären, woran das liegt, dass sie mir nicht gefällt, denn grundsätzlich ist Farosan eigentlich eine Figur, die genau meinen Spielstil trifft. Dadurch, dass ich ein Genshin Impact Spieler bin, der es liebt, Spezialfähigkeiten von Figuren miteinander zu kombinieren, bedeutet viel hin und her switchen, dann setzt man hier eine elementare Fähigkeit ein, dann von der nächsten Figur und dann switcht man nochmal durch alle Figuren, setzt alle Spezialfähigkeiten ein, geht zu seinem On-Field DPS, haut ein paar Sekunden drauf, um dann wieder auf alle anderen Figuren des Teams zu wechseln und das gleiche wieder von vorn zu machen. Ich setze eine elementare Fähigkeit ein, ich setze eine Spezialfähigkeit ein und so supporten sich die Figuren entweder gegenseitig oder machen alle selber sehr hohen Schaden. Also ich liebe das, wenn Figuren irgendeinen Sinn in das Team bringen, ohne selber auf dem Feld zu sein. Das ist für mich immer so ein sehr wichtiger Aspekt bei vielen Genshin Impact Figuren, denn es hat einfach ein Team in Genshin Impact 4 Figuren auf dem Feld, beziehungsweise die man mitnehmen kann. Bedeutet, wenn alle 4 Figuren irgendwie auf dem Feld sein müssten, würden sie natürlich streiten. Möchte jetzt Main DPS 1 auf dem Feld sein, möchte Main DPS 2 auf dem Feld sein oder möchte Main DPS 3 auf dem Feld sein? Und das ist etwas, wodurch für mich persönlich, sehr subjektiv natürlich, das Spiel keinen Spaß macht. Ich weiß, Leute wollen auch gerne eventuell nur die Figuren mitnehmen, die sie lieben und deswegen machen sie genau sowas und dann spielen sie halt mal eine Hu Tao, die sie lieben, dann spielen sie vielleicht mal eine Eule, die sie lieben und wechseln so die Figuren ab, die sie gerne spielen möchten. Ne? Ganz klare Sache, das ist ein anderer Typ Spieler, als ich es bin. Ich bin derjenige, der gerne sinnvolle Teams aufbaut. Und dabei ist mir auch nicht wichtig, dass einzelne Figuren irgendwie den höchsten Damage overall raushauen oder ähnliches. Nein, ich habe eine Sarah auch schon gespielt, bevor sie C6 war im Vergleich zu einem Bennett. Mir geht es einfach nur darum, dass die Teams ineinander stimmig sind, ohne den maximalen Damage rauszuhauen, auch wenn natürlich häufig Teams, die ineinander stimmig sind, eher viel Schaden machen, als natürlich, dass man 4 Figuren in einem Team hat, die gar keinen Sinn zusammen machen. Und ich finde das persönlich auch wichtig, dass man in irgendwelche Sphären geht und die so miteinander zu kombinieren hat. Doch, was hat das Ganze jetzt mit unserer wundervollen Farosan zu tun? Und warum sage ich jetzt speziell, Farosan sollte dementsprechend eigentlich eine Figur sein, die mir Spaß macht, aber doch leider eine Figur ist, die mich einfach nur sauer macht und auch, ich finde, ein schlechtes Licht auf Genshin Impact wirft und auch die Zukunft von Genshin Impact, beziehungsweise den Release von neuen Figuren in Genshin Impact. Und ich meine wirklich ein sehr schlechtes Licht und etwas, was mich sehr stark triggert, dadurch, dass ich aus anderen Spielen komme. Das alles werde ich natürlich in diesem Video erklären, doch bevor ich auf dieses schlechte Licht für Genshin Impact kommen. Erstmal das Grundsätzliche, warum ich sie nicht mag. Dafür schauen wir ganz kurz auf ihre Talente. Denn meine auf diesem Account noch Level 1 Farosan hat eigentlich nur einen Job, beziehungsweise zwei Jobs. Und das eine ist natürlich ihre elementare Fähigkeit einzusetzen, nach der man einen Charge Shot machen kann, wenn man einen Gegner gehittet hat. Und dieser Charge Shot zieht die Gegner zusammen. Und wenn dieser Shot dann Schaden macht, kriegt man Energiepartikelchen, die wichtig sind, um die Spezialfähigkeit aufzuladen. Kurz mit Chongli im Team vielleicht einmal zeigen. Ich bin mir sicher, ohne Chongli würde meine Level 1 Farosan halt auch einfach verrecken. Aber im Prinzip, ganz einfaches Prinzip. Also, wir haben Chongli, der aktiviert mein Schild. Dann kommst du und sorgst dafür, dass wir das einmal sehen. Eingesetzt, noch keine Energiepartikelchen bekommen. Ja, befrei dich bitte. Komm schon. Boah, bist du langsam, was den Schuss angeht. Jetzt machen wir Schaden und schwupp, da sind die Teilchen. Und dann seht ihr unten rechts, hat sich ein bisschen was von der Spezialfähigkeit aufgeladen. Nicht so viel, aber hey, es hat sich etwas aufgeladen. Das ist so Prinzip Nummer 1 von Farosan. Prinzip Nummer 2 ist sterben. Okay, Spaß beiseite. Prinzip Nummer 2 ist natürlich nicht zu sterben, sondern ihre Spezialfähigkeit. Und die kann man einsetzen, was dann sehr cool ist, dass man auf eine andere Figur wechseln kann und Farosan funktioniert weiter. Bedeutet, wir haben ihre elementare Fähigkeit abgefeuert und ihre Spezialfähigkeit macht jetzt halt einfach ihren Schaden und gibt den Buff an das Team. Also genau das, was ich eigentlich mag, was ich eben gerade zum Beginn des Videos so sehr gelobt habe. Farosan muss nicht auf dem Feld sein und funktioniert trotzdem gut für das Team. Dennoch habe ich ein riesiges Problem mit Farosan, was mich mega triggert, aber beziehungsweise zwei riesige Probleme mit Farosan. Mit dem ersten Problem könnte ich eigentlich noch leben. Das erste Problem, mit dem ich eigentlich eventuell noch leben könnte,
ist ihre Requirement an die Aufladerate. Denn was ich jetzt im Prinzip habe, ist ein Fahrhäuser mit 260% Aufladerate. Das ist genau das, was ich auch schon davor getestet habe, auch mit einer Level 90 Fahrhäuser. Also 260 Aufladerate ist quasi das, was ich versucht habe zu erreichen und habe damit ganz normal zusammen mit dem Wanderer gespielt. Habe also ihre elementare Fähigkeit rausgehauen, habe ihren Schuss rausgehauen, habe ihre Spezialfähigkeit rausgehauen, bin auf dem Wanderer, habe angegriffen, eine Rotation durchgeführt und irgendwann konnte ich natürlich die Spezialfähigkeit von Farusan zeitlich nochmal einsetzen. Aber nur zeitlich, denn sie war nicht gefüllt. Bedeutet, ich konnte ihre Q nicht noch einmal drücken und konnte nicht noch einmal ihre Dreiecke aktivieren, die mir nicht noch einmal den Buff geben für meinen wunderschönen Wanderer. Nein, stattdessen stand ich da und es war gerade mal so, ich würde schätzen, zu zwei Drittel gefüllt. Und das ist natürlich super lächerlich, wenn man eine Farusan hat, mit der man eigentlich spielen möchte, deren Spezialanzeige aber trotz 260% Aufladerate nur zu zwei Drittel gefüllt ist. Und das finde ich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen lächerlich. Und das bedeutet natürlich, dass man viel länger darauf warten kann, beziehungsweise warten muss, dass man sie überhaupt so spielen kann, wie man sie spielen möchte. Also, man kann quasi sie nicht auf Damage bauen, weil man sie auf Aufladerate bauen muss, wenn man sie halbwegs häufig benutzen möchte. Und gleichzeitig, obwohl man sie auf Aufladerate baut, was ich okay finden würde, aber obwohl ich sie darauf baue, kriegt sie ihre Spezialfähigkeit nicht eingesetzt. Und das ist super schade, weil sie eigentlich so ein toller Animo-Buffer ist. Und ich weiß, es gibt viele Genshin Impact-Spieler da draußen, die haben damit kein Problem. Die setzen halt einmal ihre Spezialfähigkeit ein, bauen die auf und warten ihre Minute und spielen dann eventuell dann erst wieder die Spezialfähigkeit, beziehungsweise rennen ein bisschen über die Overworld, töten da ein paar Hillichel, ohne dass die Spezialfähigkeit unbedingt sofort wieder fertig sein muss von Farusan, ohne dass sie sofort wieder einsatzbereit sein muss. Aber ich persönlich finde es einfach schade, wenn sie nicht sofort wieder einsatzbereit ist. Für mich gehört es einfach irgendwo dazu, dass wenn ich ein flüssiges Spielziel habe und es eigentlich Gegner gibt, natürlich, es kann sein, man tötet die Gegner sofort und dementsprechend kann man auch keine Spezialfähigkeiten aufladen, aber wenn es eigentlich Gegner gibt, würde ich schon erwarten, dass Wanderer und Farusan danach wieder ihre Spezialfähigkeit haben bei 260% Aufladerate. Weißt du, wie ihr das seht? Ihr habt gesehen, jetzt habe ich wieder ein paar Teilchen bekommen. Es lädt gar nichts auf bei ihr. Das ist super, super crazy. Natürlich, man kann das auch so ein bisschen umgehen, wenn man noch einen weiteren Animo-Charm-Team hat. Aber was ich jetzt sehr kritisch sehe an Genshin Impact und dem Release von Farusan, ist der Wert ihrer Sternbilder. Und es ist häufig so, dass Figuren einen starken Wert in den Sternbildern haben. Bedeutet, wir haben das schon gesehen, dass natürlich gerade Five-Stars mit der C6 plötzlich teilweise ganz andere Figuren werden. Eine Yelan, die eigentlich kein Main-DPS ist, wird teilweise zu einer Main-DPS, Kasua das gleiche. Also wir kennen das von 5-Sterne-Figuren, dass solche Figuren über Constellation zu neuen Figuren werden. Von 4-Sterne-Figuren kenne ich das so größtenteils bisher nicht mehr. Also ich kenne das, dass eine Sarah durch ihre 6. Constellation, durch das 6. Sternbild, einen deutlich stärkeren Buff an Elektro-Charaktere gibt, als sie es ohne ihre 6. Constellation macht. Das finde ich vollkommen in Ordnung, das juckt mich auch überhaupt nicht. Aber bei ihr, bei Farusan, haben wir doch eine andere Figur. Also wir haben die 4. Constellation, die erstmal dafür sorgt, dass sich die Spezialfähigkeit schneller aufladen lässt und hoffentlich 260% Aufladerate auch dafür reichen, dass man sie nochmal einsetzen kann. Aber das Schlimme ist ihre 6. Constellation. Ihre 6. Constellation hat erstmal, dass der Animo-Schaden weiter gebufft wird. Ist okay, kann man mitnehmen. Man kann aber, was den Buff angeht, auch mit C0 nehmen und hat einen tollen Buffer für sein Animo-Team, für seinen Schau, für seine Wanderer, hey so oder ähnliche Figuren, die man spielen möchte. Aber das Schlimme ist der zweite Part. Und der zweite Part ist, dass dieser Effekt von der elementaren Fähigkeit, dieser Schuss, den man einsetzen kann, regelmäßig getriggert wird, wenn eine Figur, die durch Farusan gebufft wurde, Schaden macht. Und das alle 3 Sekunden. Also ganz simpel. Ich habe sie nicht selber C6, deswegen kann ich das nicht zeigen. Aber ich habe hier ein Video gefunden, das das relativ gut beschreibt. Also man sieht, sie macht einfach eine Schuss und schwupp, da wurde dieser Effekt getriggert. Da jemand eigentlich da. Die Figuren werden zusammengezogen und habt ihr das auch gesehen? Da war auch einfach ein Elementarpartikelchen. Also nicht nur, dass der Effekt getriggert wird von der elementaren Fähigkeit, der dafür sorgt, dass die Figuren zusammengezogen werden. Die Mobs, die eigentlich so schwach sind, die werden super gut zusammengezogen. Also man merkt einen richtigen Effekt. Nein, hier sieht man auch 2 Elementarteilchen, die dadurch erzeugt werden und natürlich an die aktuell aktive Figur gegeben werden. Bedeutet, wenn ich jetzt mit so einem Wanderer draufhau, habe ich mit Farusan 2 Möglichkeiten. Ich habe sie nicht C6 und mache halt meinen gebufften Schaden. Ist okay, ist cool.
Aber falls ihr meinen Wanderer-Guide gesehen habt, auf den ich wirklich sehr stolz bin, falls ihr es nicht gemacht habt, wäre ich mega, mega happy. Dadurch, dass mein Wanderer-Guide 30 Minuten geht, habe ich ungefähr 25 Minuten davon nur über seinen Spieß die Rede. Nicht über Waffen, nicht über Artefakte, sondern mir ist halt wichtig, dass ihr einfach eine Figur kennenlernt und wisst, wie man diese Figur spielen kann. Natürlich nicht muss, aber Figur spielen kann. Also sehr viel Teambuilding, worauf man achten kann im Teambuilding und. Würde mich mega freuen, falls ihr da vorbeischaut, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wenn ihr am Wanderer interessiert seid. Aber wieder zurück. Also, Möglichkeit 1 war, wie gesagt, ihr habt einfach den gebufften Schaden. Aber eines der Probleme, die ich angesprochen habe, mit beispielsweise dem Wanderer, ist das Problem AOE-Damage. Bedeutet, er ist nicht sehr gut, wenn man viele Gegner hat, weil man natürlich, klar, eine Charge Attack machen kann, die ist ein bisschen stärker, aber es belohnt Farosa, beziehungsweise es belohnt Wanderer sehr, 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 sehr stark, wenn die Gegner aneinander gezogen werden. Also sowas wie ein Venti in einem Wanderer-Team, entschuldigt, finde ich absolut genial. Und so eine Pharosan bringt den Effekt des Gegners aneinanderziehen ja auch. Dadurch zieht die Gegner aneinander, also können wir mit dem Wanderer eventuell auch einfach Schaden machen, wenn wir eine Charge Attack raushauen. Ist ein super cooler Effekt, man nimmt das gerne an, dass die Gegner aneinander gezogen werden. Und die sechste Constellation von Pharosan sorgt nicht nur für diesen Animo-Buff, nein, sorgt dafür, dass die Gegner aneinander gezogen werden. Also hat die sechste Constellation plötzlich einen riesigen Boost im Vergleich zu den vorherigen Constellations, denn auf einmal reicht die 260% Aufladerate, beziehungsweise man braucht weniger Aufladerate, kann die Spezialfähigkeit früher einsetzen als vor C6. Und das zweite, sie wird eine ganz andere Figur, ein ganz anderes Support, weil sie plötzlich nicht nur Damage bringt, sondern halt auch die Gegner zusammenbringt. Und das sind für mich die zwei größten Probleme an Pharosan. Das erste mit der Aufladerate, wie gesagt, ist sehr subjektiv. Ich mag es einfach nicht, dass ich die Figur nicht aufgeladen kriege, dass ich nicht die Spezialfähigkeit spammen kann, sage ich mal in Anführungsstrichen, weil eigentlich genau das ist, was ich an den Figuren liebe. Ich habe es jetzt mehrfach in diesem Video erwähnt, wie ich mir das wünsche. Ganz klare Sache. Aber das zweite bedeutet, dass jetzt die 6 Constellations von 4-Stars, wenn Genshin Impact diesen Trend beibehält, teilweise immer stärker werden könnten und es immer mehr dazu kommen könnte, dass Figuren zu anderen Figuren werden durch 6. Constellations. Und ich komme aus 7 Deadly Sins Grand Cross. Das ist ein anderes Gacha-Game, das ich bis heute spiele. Da haben die auch irgendwann genau das gleiche angefangen. Auf einmal wird die 6. Constellation in dem Game, sage ich mal, zu einer Constellation, die die Figur komplett mehr broken macht, teilweise zu einer anderen Figur als vorher. Und das sehe ich persönlich als super kritisch an, weil es natürlich darum geht, die Leute noch mehr zu verleiten, mehr zu pullen. Und davor waren es halt eher die Feisters, wo man eher auf C6 gegangen ist, weil man das sowieso über die Zeit versucht hat, irgendwie hinzukriegen, auf C6 zu kommen. Oder man war ein Way, der so oder so auf C6 geht, unabhängig davon, ob das jetzt Meta-Breaking ist oder nicht. Also, ich glaube, bei den 5-Stars war es weniger ein Argument, auf C6 zu gehen, nur weil die C6 gut ist, als es jetzt bei den 4-Stars sein wird. Natürlich, reine Vermutung, so oder so, selbst wenn es bei den 5-Stars schon der Fall war, ist es bei den 4-Stars jetzt auch eher der Fall, dass man sich bei so einer Figur sagt, ey, guck mal, die C6 sieht so cool aus, ich habe jetzt schon C4, eventuell gehe ich dann nochmal auf C6, weil die so cool aussieht. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht schön. Wenn es ein ganz normaler Buff ist, dann ja, kann man eher darauf verzichten, als wenn plötzlich die komplette Figur anders wird. Ich weiß, natürlich könnt ihr auch eine ganz andere Meinung haben, schreibt sie mir gerne in den Chat. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn die 6. Constellation die Figur so sehr verändert, dass man auf einmal sie flüssig spielen kann, also ich finde, man kann Pharosan davor nicht flüssig spielen, bin ich der ganz klaren Ansicht, flüssig spielen kann durch die 6. Constellation und sie so viele Buffs gibt, die auch sie als Figur verändern und den Spielstil verändern. Das ist ja für mich das Wichtige. Wie reiht sich eine Figur in das Team ein? Das finde ich persönlich uncool und das ja, ist auch etwas, wo ich mir sage, okay, dann ist Pharosan eine Figur, die man auf C0 spielen kann als Animo-Buffer für Wanderer und Schau, aber wo ich persönlich mit einem schlechten Gefühl rangehe und eigentlich die Figur nicht spielen möchte. Also unabhängig davon, wie stark sie die Figur bufft, wie jetzt irgendwelche Damage-Zahlen sind, das war nicht das, was ich jetzt ausdrücken wollte in diesem Video, sondern es ging mir wirklich darum, dass der Spielstil sich verändert und das finde ich so super schade, wenn das hinter Constellations versteckt ist. Vielleicht sehe ich das anders, vielleicht findet ihr es kritischer, wenn Schaden hinter Constellations versteckt ist, wobei indirekt ist es ja auch irgendwo Schaden, wenn man die Spezialfähigkeit häufiger einsetzen kann, plus dass der 40% Crit-Schaden für Animo-Schars-Buff dazu kommt. Also es ist trotzdem noch Schaden, es ist quasi beides und das finde ich nicht in Ordnung. Übrigens habe ich auch auf Reddit oder Twitter von einer Person tatsächlich gelesen, die den Wanderer C6 gepult hat und Ito C3 gepult hat
und Faruzan in dem Moment gerade mal C4 war. Das kommt halt noch erschwerend dazu, bei Forsters hat man keine Garantie, wie früh, wie spät kommen sie. Es gibt keinen Pity, der speziell für deinen Forster da ist. Du kannst halt so einen Schlag ins Gesicht kriegen. Ich weiß aus meiner Community, es gibt Leute, die machen über 200 Puls für den Forster, den sie haben wollen und kriegen ihn nicht. Es ist absolut dreist. Ich glaube, bei mir war das Schlechteste bisher, dass ich 90 Puls für Rosaria machen musste, damals dann auch einen Tatake dazu bekommen habe. Also es ist ein uncooles System, wie aktuell neue Forsters gehandhabt werden. Das ist mein Statement dieses Videos. Ich finde es ein uncooles System, wie neue Forsters gehandhabt werden in Genshin Impact. Und ich finde, es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer von Patch zu Patch zu Patch. Ja. Also, das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob ihr sie teilt, ob ihr anderer Meinung seid. Ich bin auf die Kommentare super gespannt. Und dann verabschiede ich mich, freue mich auf den nächsten Stream mit euch. Falls ihr das auch live diskutieren wollt, seid gerne mal dabei. Ich streame regelmäßig, die Zeiten sind dann immer bei Discord. Und dann verabschiede ich mich, sage bis zum nächsten Mal und wünsche euch einen schönen Abend, Mittag oder Morgen.